Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Eine Übersicht über den aktuellen Patch 12.1.1. Vorneweg, was ziemlich cool ist, wem es nicht aufgefallen ist, das ganze Spiel ist heller geworden. Also wird es auch Zeit für eine Settings-Erweiterung, für ein Update unserer Settings. Da müssen wir aber wirklich gut überlegen, wie wir das machen, damit das Ganze noch schön aussieht und wir die Gegner gut erkennen. Also da ist noch ein bisschen Tweaking erforderlich. Aber Patch 12.1.1 Inhalte, let's go. Mit der Factory-Erweiterung, die jetzt reingekommen ist, sicherlich der größte Inhalt in 12.1.1, ist auch der Bruder von Killer mit ins Spiel gekommen, nämlich Tagila, der neue Boss von Factory. Und Tagila hat einen Helm, den man looten kann, und eine Rig. Den Hammer kann man nicht looten. Aber der Helm ist absolut krass. Der Helm hat ein Rüstungslevel von 5, eine hohe Ricochet-Chance, also eine hohe Abprall-Chance für Geschosse. Und da es im eigentlichen Sinne kein Helm ist, sondern mehr eine Maske, kann man auch Kopfhörer tragen. Das heißt, wir haben den ersten High-Level komplett Gesichtshelm mit hoher Ricochet-Chance und Kopfhörern. Also dieser Gesichtsschutzhelm, wie auch immer man das nennen möchte, ist sicherlich die neue Meta. Als ob das noch nicht genug ist, es sieht es mit der Rig ähnlich aus. Die Rig ist nämlich auch Level 6. Das heißt, eine Kombi-Weste Stufe 6 mit insgesamt 12 Slots, also auch hier eine sehr starke, die stärkste Kombi-Weste, die wir momentan spielen können. Außerdem eingeführt wurde das Scav-Karma. Ihr bekommt als Scav-Player für das Erschießen eines PMCs 0,01 Punkte. Für das Erschießen eines feindlichen Scavs. Feindlicher Scav ist ein Scav, der bereits einen anderen Scav ermordet hat, plus 0,01 Punkte. Für das Nutzen eines Doppel-Exits plus 0,02 Punkte. Und für das Benutzen eines Car-Exits, also eines Auto-Exits, plus 0,25 Punkte. Dieses Punktesystem findet ihr hier oben bei Fans. Und zwar ist Fans sozusagen der Repräsentant eurer Scav-Loyalty. Ihr könnt entsprechend leveln und sogar ein Maximallevel erreichen. Für das Maximallevel gibt es eine ziemlich geile Belohnung. Da könnt ihr nämlich Items kaufen, die nicht versichert sind von PMCs. Also, wenn ein PMC auf Labs geht und dort nichts versichern kann, dann kriegen wir eventuell seine Items zu kaufen für günstiges Geld. Also ihr seht schon, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu steigern. Dahingegen, wenn ihr als Scav friedfertige Scavs abschießt, hört auf, friedfertige Scavs abzuschießen, dann bekommt ihr einen Abzug von 0,02 Punkte. Für das Töten eines Scav-Bosses kriegt ihr eine Strafe von 0,2 bis 0,5 Punkte und für das Töten von Bossguards bekommt ihr eine Strafe von 0,07 Punkten. Die Belohnungen mit höherem Scav-Level sind unter anderem ein verbesserter Scav-Cooldown, mehr Exits, viel besseres Scav-Loadout, die Zeit eine Scav-Box zu craften reduziert sich, der Preis für die Auto-Exits geht stark runter, ihr bekommt mehr Geld bei Fans, wenn ihr bei ihm Sachen verkauft, mit Maximal-Level könnt ihr Items kaufen von PMCs, die ihre Sachen nicht versichert haben, ist absolut genial, und Scavs helfen euch in Raids, sogar die Bosse helfen euch in Raids. Also wir werden zukünftig vielleicht ganze Armeen sehen mit Bossen, die auf PMCs losgehen. Das wird genial. Hingegen, wenn ihr negatives Scav-Karma habt, dann jagen euch die Scavs und die Bosse jagen euch auch. Also seid direkt getaggt, direkt getriggert, wenn ihr in eine Scav-Runde reingeht. Die neue Waffe, die Mutant, verschießt das 7.62 Kaliber, also unsere beliebte AK-Munition, und hat einen sehr geringen Recoil-Wert von Natur aus. Das bedeutet, dass diese Waffe sehr starkes Potenzial hat, in die Metaschiene zu rutschen. Tolle neue Waffe. Und die MP155, auch neu dazugekommen, ist praktisch eine Kurzlaufvariante der MP153, schießt genauso schnell. Problem ist hier, dass man sie nicht so gut modden kann, was jetzt das Scope angeht. Wir werden sehen, was da noch alles in Zukunft, was noch freigeschaltet wird mit den Händlerleveln. Aber momentan möglicherweise eher eine schlechtere Variante der MP153. Die Visiere wurden alle überarbeitet, was erstmal nicht so schön klingt, weil unsere Lieblingsvisiere, wie zum Beispiel das PK06, stark genervt wurden. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Visiere, die momentan besser geworden sind. Das heißt, wir werden in Zukunft eine viel höhere Range an Visieren haben, die wir nutzen können, was prinzipiell erstmal großartig ist. Und Level 1 Händler haben neue Visiere bekommen. Generell haben wir viele neue Visiere bekommen. Aber auch schon bei Level 1 haben wir einige Sachen dazu bekommen, was sehr schön ist, dass wir frühzeitig nicht nur mit Kim und Korn spielen müssen, sondern bereits Visiere ansetzen können. Hinzugekommen sind außerdem die Waffenfehlfunktionen. Auf der linken Seite seht ihr die VPO 136. Die VPO 136 ist sicherlich die Meta-Waffe Level 1 und momentan meine Lieblingswaffe. Ich habe sie hier mit einem Bastion und mit einem MRS-Visier Level 1 gemoddet. Und so ist die Waffe to go. Weil ich sie gekauft habe, hat sie eine Durability, also eine Haltbarkeit von 100. Dahingegen die MP155 eine Haltbarkeit von nur 42,9. Was bedeutet das? Zum einen heißt es, dass die Waffe eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, daneben zu schießen. Also diese Waffe hat eine Wahrscheinlichkeit von Missfeiern. Beide Waffen
haben aber auch eine Wahrscheinlichkeit von Malfunctions, also dass sie gar nicht schießen. Wenn eine Waffe klemmt, drückt man Shift-T, um das Klemmen wieder aufzuheben, oder man wechselt die Waffe auf eine Pistole, auf eine Zweitwaffe, wieder wechseln, dann kann man weiter schießen. Wenn man wieder zurückwechselt auf die ursprüngliche Waffe, ist auch diese Malfunction behoben. Ob die Malfunction jetzt auch einen Bezug hat direkt auf die Durability, wird sich noch zeigen. Aber da muss man unterscheiden zwischen Waffenfehlfunktionen und das Danebenschießen aufgrund der Durability. NVIDIA Reflex ist hinzugekommen und zwar können wir hier auswählen zwischen Off, On und On and Boost. Es wird empfohlen, On and Boost einzuschalten, es frisst aber etwas CPU-Power. Achtet darauf, wenn ihr On and Boost einschaltet, dass VSync aus ist, denn nur so habt ihr die hohen FPS-Werte, also wieder FPS uncapped, ansonsten sind sie capped. Also On and Boost absolut zu empfehlen und unten neu hinzugekommen der Flash Indicator, das ist praktisch eine Hilfe für das Programm, für die Software, gewisse Latenzen zu berechnen. Es ist mega nervig, weil bei Einschalten des Flash Indicators auf der linken Seite immer so ein weißes Quadrat auftaucht. Gut, im Stream könnte man dieses Quadrat hinter der Facecam verstecken. Aber solange ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass es ein großer Vorteil für mich ist, lasse ich den Flash Indicator aus. Außerdem erwähnenswert unter Controls, Phrases, die Möglichkeit, dass ihr Gesten zuordnet. Das ging vorher nur im Right, indem man Doppel-Y gedrückt hat. Jetzt kann man das in ganzer Ruhe aus dem Hauptmenü aus einstellen. GG's. Auch erwähnenswert der Sortiertisch, den man hier unten findet. Hier kann man praktisch Gegenstände reinmachen und je mehr man reinmacht, desto größer wird der Sortiertisch. Absolut genial. Eine großartige Hilfe, um seinen Stash zu sortieren. Nutzt es. Abgerundet wird das Ganze natürlich ein Streamer-Modus. Der Streamer-Modus ist zwar schon implementiert, aber noch nicht freigegeben. Also da warten wir noch auf Freigabe. Ich bin gespannt, wenn es soweit ist, werden wir natürlich auch darüber da genau hinschauen. Und Flea Market erst ab Level 20 verfügbar. Das ist jetzt ein Thema, da hätten wir schon von Anfang an drüber reden können. Da hätten wir wahrscheinlich ein ganzes Video drüber machen können. Wer es nicht wusste, Flea Market war schon mal von 10 auf 15 erhöht und dann wieder aufgrund Widerstands in der Community von 15 auf 10 zurückgesetzt worden. Jetzt die Erhöhung von 10 direkt auf 20. Wir werden jetzt abwarten, bis einige Spieler Level 20 erreichen, also bis eine gute Anzahl von Spielern Level 20 erreicht. Und wie sich es dann entwickelt, ob eine starke Schere entsteht zwischen den 20ern, 20 Plus und 20 Minus Spielern. Und mal gucken, was BSG dann für Zahlen bekommt, für Informationen aus dieser Entwicklung. Und wie sich es vielleicht verändern wird oder als positive Geschichte entwickeln wird. Wir werden sehen, es ist mega spannend. Auf jeden Fall momentan Flea Market ab 20. Leute, viel Spaß beim Spielen. Bleibt gesund, bleibt sauber. Wir sehen uns in den nächsten News. Haut rein. Ciao, ciao.